Ja, was hältst du von der möglichen Schlagzeile im Mai? Kai Bösing, der Mann der Rückrunde bei Alemannia Aachen. Ja, die würde ich natürlich Stand jetzt sofort unterschreiben. Und ja, ich glaube, es ist kein Geheimnis, das wissen die Leute auch, dass ich ja mit der bisherigen Vorrunde nicht zufrieden bin und das natürlich nicht meine Ansprüche sind. Aber ja, jetzt, wo ich endlich die Chance kriege, muss ich sie halt nutzen oder will ich sie nutzen, um dann bestmöglichst ja dann in der Rückrunde kontinuierlich zu spielen und ja, ihre Schlagzeile zu unterschreiben. Du bist ja im Grunde genommen der einzige Spieler, der Drittliga-Erfahrung hat. Aber warum klappt es am Tivoli nicht? Ja, das ist eine schwere Frage, aber es ist halt manchmal leider im Fußball so, dass das ein bisschen länger dauert bei dem einen, bei dem anderen geht es schneller. Manchmal muss man einfach auf seine Chance warten, auch wenn es wirklich schwer ist und man einfach geduldig sein muss. Aber ja, dann, wenn es drauf ankommt, muss man halt da sein. Und ja, das werde ich. Und da bin ich mir sicher. Und ja, dann wird es besser auf jeden Fall. Du bist gebürtiger Aachener, du hast aber noch nie am Tivoli vorher gespielt. Wie ist das damals gekommen? Boah, also kamen viele, viele Umstände zusammen. Damals, ja, relativ früh in meiner Kindheit, kam halt der Schritt nach ins Ausland zu Roda Kerkrade. Ist natürlich auch 15 Kilometer hier, ist direkt an der Grenze. Damals, ja, sehr guter Ausbildungsverein mit, ja, vielen technisch oder wo viel Wert auf Technik gelegt wurde, was mir, glaube ich, sehr entgegenkam. Und ja, damals dann deswegen der Schritt nach Holland, dann zu Fortuna Köln und ja, jetzt bin ich hier und jetzt bin ich froh, endlich am Tivoli zu spielen. Du hast drei Kurzeinsätze gehabt, hast im Pokal komplett gespielt. Jetzt steht die Chance, gegen den 1. FC Köln auch von Beginn an dabei zu sein. Wie sieht es da aus mit Vorfreude, Nervosität? Ja, also ich glaube, die Vorfreude ist einfach immens. Also Nervosität ist nicht vorhanden, positiver Druck oder einfach eine positive Vorfreude, die man hat, wenn man hier spielt. Und aber ich freue mich einfach drauf und bin heiß drauf, endlich zu zeigen, das, was ich kann. Und ja, dass die Leute hoffentlich mit einem guten Gefühl aus dem Stadion gehen. Die Kölner haben die letzten drei Spiele gewonnen. Was erwartest du für einen Gegner hier? Ja, ich glaube, der FC hat halt in den letzten drei Spielen dreimal gewonnen, also 9 Punkte. Vorher hatten sie, glaube ich, 6, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, ich glaube, die Anfangsphase der Saison spiegelt nicht das eigentliche Bild vom FC wider, also von den Qualitäten, die sie eigentlich haben. Und ja, ich glaube, dass sie letzte Woche Uerdingen geschlagen haben, spricht ja auch in gewissermaßen für sich, den Tabellenführer. Ich glaube, das ist keine leichte Aufgabe. Und ja, jetzt ist es an uns. Ich glaube, wir sind gut vorbereitet und ja, jetzt ist es einfach an uns, die Siegesserie der Kölner zu stoppen und dass wir hier am heimischen Tivoli halt endlich wieder einen Dreier einfahren nach den zwei letzten Heimniederlagen.